Ja, heute trainieren wir mal auf einem speziellen Trainingsgerät. Falls du das hier zu Hause noch nicht hast, natürlich kannst du das Ganze auch an der Holzpuppe trainieren. Beziehungsweise, wenn es dich interessiert, ich werde hier unter dem Video einen Link zur Verfügung stellen, wo du dieses Trainingsgerät bekommst, also erwerben kannst, wo wir es zum Beispiel gekauft haben. Wir machen heute auf jeden Fall 3 Kampfanwendungen, die ich zuerst mit Trainingspartner herzeige und dann zeige ich, wie man das hier alleine trainieren kann. Entweder hier auf diesem speziellen Trainingsgerät oder an der Holzpuppe. Und der Vorteil hier ist, dass ich bei den Armen manipulieren kann, was ich aber an der Holzpuppe nicht kann, weil die ganz steif ist. Hat Vor- und Nachteile. Hier kann ich auf jeden Fall manipulieren und ich kann ordentliche Vorstöße machen und kann hier wirklich mit voller Power draufschlagen, ohne dass ich mich verletze. Das sind jetzt hier die Vorteile. Aber legen wir gleich los. Ich zeige dir jetzt 3 Anwendungen. Zuerst mit Partner und dann hier ohne Partner. Ja, als erstes machen wir das Ganze jetzt mit Trainingspartner, damit du dir etwas vorstellen kannst darunter. Und die erste Anwendung ist die, dass er einfach hier einen geraden Vorstoß macht. Das kann ein Wing Chun Vorstoß sein oder Frenzelmäßig, ganz egal, ein gerader Vorstoß auf jeden Fall. Das heißt, er macht zum Beispiel mit rechts den Vorstoß, ich gehe hier raus. Das heißt, ich mache diesen Schritt links raus, rechts hier rein. Das heißt, ich stehe in der Flanke, ich mache einen Z-Schritt. Gleichzeitig ziehe ich hier mit Paxo ab, manipuliere leicht nach unten und mache mit der rechten Hand einen Vorstoß zum Gesicht. Er versucht, dass er hier wirklich in der Distanz hier angreift, genau. Ich gehe hier raus, Vorstoß und dann Kettenvorstöße. Und dasselbe können wir auch auf der anderen Seite machen, das heißt jetzt seitenverkehrt. Er schlägt hier mit links, ich gehe raus mit rechts, Sichelschritt nach vor mit dem linken Fuß. Gleichzeitig ziehe ich hier rechts ab, manipuliere leicht, Vorstoß und Kettenvorstöße. Diese Anwendung können wir auch an der Holzpuppe oder eben an unserem speziellen Trainingsgerät trainieren. Ja, und dann trainieren wir das Ganze alleine auf diesem Trainingsgerät. Ich zeige es einmal nur von dieser Seite her, weil hier würde man nur den Rücken von mir sehen. Natürlich kannst du es hier ganz leicht auf beiden Seiten trainieren. Das heißt, jetzt nehmen wir an, es ist ein linker Vorstoß des Gegners. Das heißt, wir ziehen mit der rechten Hand ab, mit Paxo, wir ziehen ab, manipulieren auch leicht nach unten, machen den Schritt mit rechts raus, mit links nach vor und einen Vorstoß. Das heißt, wir beginnen so in der Wusamansa-Position, gehen raus, Paxo, Vorstoß und machen unsere Kettenvorstöße hier gegen den Kopf des Gegners. Also das können wir hier auch alleine sehr schön trainieren und durch die Pads können wir auch unsere Vorstöße richtig trainieren. Das ist der Vorteil gegenüber einer Holzpuppe, wenn man an so einem Gerät hier trainiert. Alles hat seine Vor- und Nachteile, natürlich hat die Holzpuppe andere Vorteile wieder, aber das ist der spezielle Vorteil hier. Und ganz, ganz wichtig, wir gehen hier raus. Das heißt, ich mache wirklich diesen Schritt raus hier, ziehe gleichzeitig ab und der Vorstoß kommt. Und der linke Fuß ist vorne. Und dann mache ich hier meine Kettenvorstöße. Das kann man hier einige Male auf dieser Seite trainieren und dann das Ganze auf der anderen Seite. Ja, jetzt erweitern wir diese Anwendung, das heißt, der Start ist dasselbe. Ich möchte das machen, wenn er hier kommt, dass ich hier angreife und dann meine Kettenvorstöße. Aber jetzt nehme ich an, er blockt mit seiner anderen Hand. Das heißt, ich mache das, er blockt, ohne hier rauszudrücken. Das heißt, es entsteht hier kein Bonsong. Er drückt nicht raus, ich wechsle die Seite. Das heißt, ich steige rüber, übernehme hier mit Wusa. Und dann, wenn ich den linken Fuß hier rüber setze, Lapsa Vorstoß. Dann Paxa Vorstoß zur Absicherung und meine Kettenvorstöße. Das heißt noch einmal, gehe hier raus, er blockt, gehe rüber, Lapsa Vorstoß. Paxa Vorstoß hier, um abzusichern und dann Kettenvorstöße. Normalerweise würde ich hier natürlich voll durchmarschieren. Das heißt, ich verdränge dann hier
natürlich den Gegner. Hier würde ich schon treffen, sichere ab und jetzt marschiere ich nach. Das gleiche machen wir natürlich auch wieder auf der anderen Seite. Das heißt, jetzt blockt er hier, ich steige auf die andere Seite rüber, Laps auf Vorstoß, Packs auf Vorstoß zur Absicherung und dann marschiere ich wieder rein mit Kettenvorstößen. Und genau das trainieren wir jetzt wieder an unserem Trainingsgerät. Ja, jetzt trainieren wir auch diese Anwendung wieder alleine am Trainingsgerät. Jetzt habe ich hier die anderen zwei Arme rausgenommen, denn die brauchen wir eigentlich nicht. Habe hier nur diesen einen Arm dran gelassen. Und wir gehen jetzt hier wieder raus, machen denselben Einstieg. Nur dieses Mal komme ich nicht durch, sondern werde geblockt. Das heißt, ich mache Paxa. Jetzt nehme ich an, ich bin hier geblockt worden, komme hier drunter, muss umsteigen. Lapsa-Vorstoß, Paxa-Vorstoß und Kettenvorstöße. Das heißt, erster Angriff, zweiter, bleibe wieder hängen, mache Lapsa-Vorstoß. Jetzt treffe ich. Sichere noch einmal ab mit Paxa und Kettenvorstöße. Und natürlich dann, wenn du das zu Hause trainierst, dann bitte auch immer alles auf der anderen Seite trainieren. Wie gesagt, jetzt zeige ich es nur von dieser Seite, weil wir hier keinen Platz zum Filmen haben. Ja, die dritte und letzte Anwendung, jetzt macht eine Kombination, rechts, links, zwei gerade Vorstöße hintereinander. Das heißt, ich wehre hier ab, bevor ich das noch machen kann, kommt er bereits mit dem nächsten Vorstoß und ich mache hier einen zweiten Paxer. Das heißt, eins, zwei, komme jetzt hier, nehme ich an, wieder nicht durch, das heißt, wieder mein Lapser und dieses Mal Rückfaust mit Drehung. Könnte auch ein Faxer sein, wir machen Rückfaust. Und dann gehe ich wieder rein mit meinen Kettenvorstößen. Das heißt, noch einmal langsam. Eins, zwei, steige auf, Rückfaust. Und Kettenvorstöße. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Eins, zwei, steige hier auf. Lapsa, Rückfaust mit Körperdrehung. Und dann wieder meine Kettenvorstöße. Ja, jetzt machen wir auch noch diese letzte Anwendung alleine, jetzt wieder mit zwei Armen und als erstes stelle ich mir vor, der Gegner macht einen Vorstoß mit der rechten Hand, das heißt, ich gehe hier links raus, ziehe mit links ab, jetzt gehe ich mit rechts raus, ziehe mit der rechten Hand ab, steige auf, bleibe hängen, deswegen Körperdrehung mit Lapsa und Rückfaust und dann mache ich hier noch meine Kettenvorstöße. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, und Kettenvorstöße.